Letzte Runde für heute. Jetzt noch so Leitungsstücke angucken und dann das Smith-Diagramm angucken. Also worum wird es gehen? Um kurze Leitungen, und wir wollen jetzt mit dem, was wir jetzt eben gelernt haben, wir haben ja die erste Schaltung eben gelernt, nämlich den Lambda-Viertel-Trafo, wie man den nutzen kann, also zur Anpassung von irgendwelchen Dingen, wollen wir uns jetzt Gedanken machen über ja, Stubs, also Leitungsstückchen, Leitungsabschnitte. So, was ist das und worum geht es da? Man könnte jetzt ja zum Beispiel so einen Kurzschluss-Stub nutzen. Die Zeichnung ist die, die ich hier auf der linken Seite gezeigt habe. Also man hat eine durchgehende Leitung mit einer Impedanz von Z0, kann so sein, kann auch anders sein. Und dann packt man hier parallel dieses Stückchen hier dran, um das wird es gehen. So. Sie können jetzt ganz einfach überlegen, was passiert da. Also die Realisierung hier in Mikrostreifentechnik, also auf der Platine wäre ganz einfach, man hat hier so eine durchgehende Leitung hier und dann hat man hier so ein kleines Stückchen, das hier auch angedeutet ist und hier eben den Kurzschluss zum Ground. Ne? Da gibt es einen Ground runter. So, was passiert, wenn Sie da einen Gleichstrom anlegen? Hier meinetwegen Plus, hier Minus. Na, das wird an der Stelle kurz geschlossen. Auf der Seite hier ist einfach U gleich 0. Ne? So, fertig, das war's. Also das ist weg, ist damit weg. So, jetzt können Sie natürlich auf der anderen Seite auch hergehen und Sie nehmen irgendwie etwas, wo dieses Stück hier gerade genau Lambda Viertel lang ist. So, wenn das hier gerade genau Lambda Viertel lang, das wollte ich doch gar nicht haben, ich wollte es doch in blau haben. Wenn das hier gerade Lambda Viertel lang ist, dann ist das hier ein Kurzschluss und hier wird daraus ein Leerlauf. Das heißt, dieses Stückchen ist komplett unsichtbar und es ist, als wäre es nicht da. Also das Signal geht einfach so gerade durch, ohne dass irgendetwas passiert. Wenn wir jetzt, ich mache das in grün, das Ding hier Lambda halbe lang machen, dann wird dieser Kurzschluss hier zu einem Kurzschluss hier. Zack. Und wir haben wieder 100% Reflexion. So, also es geht nichts durch. Was haben wir also gebaut? Wir haben einen Filter gebaut. Je nachdem, wo wir das jetzt betreiben wollen, man würde es eher im Lambda-Viertelbereich bauen. Im Lambda-Viertelbereich wird es also dann zum Durchlass. Haben wir also im Prinzip einen Bandpassfilter gebaut, weil es lässt die ganz niedrigen Frequenzen nicht durch. Das habe ich Ihnen argumentiert mit dem Gleichspannung, mit der Gleichstrom, mit der Gleichspannungsanlegung. Und es lässt die doppelt so hohen Frequenzen nicht durch. Also da, wo das Ding Lambda halbe lang ist, die gehen nicht durch, weil auch kurz geschlossen. Und dazwischen geht es dann schon. Ne? So, also wäre jetzt ganz einfach ein Filter. Die Formeln, wann da jetzt welcher Durchlass ist und so, stehen hier unten drunter. Ich habe es hier jetzt nochmal als Bandstopp hingeschrieben und hier steht es eben auch, wann hier eben Through-Passing ist. Ich schreibe das nochmal dazu. Band Pass for L gleich Lambda effektiv Viertel. So, wir können das Ganze natürlich auch in der anderen Geschmacksrichtung machen mit dem Leerlauf. Hier ist es relativ einfach, wenn ich hier eine Gleichspannung anlege, dann geht die Gleichspannung durch, weil was macht der Leerlauf damit? Nämlich nichts. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt hier etwas anlege, wo das Lambda halbe lang ist, das hatte ich eben in grün gemacht. So, dann haben wir hier den Leerlauf, dann haben wir hier einen Leerlauf und das Signal geht durch. Wenn ich das Ganze so mache, dass das ganze Teil hier Lambda Viertel lang ist, dann habe ich immer noch hier den Leerlauf, aber hier plötzlich den Kurzschluss und ich habe hier die Reflexion. Also eigentlich genau das duale Verhalten dazu, genau andersrum. Ne? Hier steht auch, wo das Stoppband ist und nicht, wo das Passband ist, weil man würde es eher, ja, im Prinzip verwendet man die Dinger eher, um ein paar Dinge wegzumachen. Sie sehen das gleich auch warum. Um schmalbandig und relativ scharf Signale neben gerade nicht durchzulassen, als wirklich als Bandpassfilter. So, und das ist jetzt eben das, wie es sich verhält. Was ist was? Kurz geschlossen ist eben die Leitung, der Stub mit dem Kurzschluss und open ist eben der Stub mit dem Leerlauf. So, was hat man? Das hier ist der Gleichstromfall natürlich, oder der Gleichspannungsfall an der Stelle hier.
DC. Da können wir uns einfach den DC-Test machen. Wenn es ein Leerlauf ist, dann geht es da durch. Und das hier ist die Transmission. Dann wird es eben nicht gestört. Und wenn es ein Kurzschluss war, dann wird eben die Gleichspannung kurz geschlossen und dann ist sie weg für die rechte Seite. So, wenn Sie jetzt die Frequenz erhöhen, dann kommen Sie irgendwann hier in den Lambda-Viertel-Bereich rein. Das ist dann hier. Und da hat sich das Verhalten genau umgekehrt. Da ist nämlich der Leerlauf plötzlich ein Kurzschluss geworden und stoppt damit das Band hier. Und das sehen Sie auch hieran, das passiert auch relativ scharf. Ne? Deswegen eben auch dann, um dieses eine Band wegzumachen. Und die kurzgeschlossene Leitung ist hier dann eben zum Leerlauf geworden. Das heißt, sie hat einen idealen Durchgang. So, und das können Sie jetzt weiter betreiben. Eben hier an der Stelle sind Sie bei Lambda halbe. Jo, so ist es. Und so weiter. Und dann hier sind Sie bei 3/4. Und so weiter und so fort. Ne? Und das kann man auch tatsächlich nutzen, um eben gewisse Frequenzen wegzumachen oder eben Sperrbänder eben zu errichten. Ne? So, kommen wir auf das Smith-Diagramm. Wir haben eben gesehen, ja, also was ist es erstmal? Nee, wo fange ich an? Ich fange an bei der Formel für den Reflexionsfaktor. Und zwar ist dieses Gamma hier, ich hatte es eben etwas anders stehen, nämlich gleich Z minus Z0 durch Z plus Z0. Das kommt ganz unschuldig daher, diese Formel. Nur dummerweise sind hier ist mindestens Z eine komplexe Zahl und eventuell Z0 auch. Meist kann man die als reell annehmen oder würde man die auch als reell annehmen, aber sie könnte auch komplex sein. Das heißt, das, was hier so unschuldig daherkommt, wie einfach nur so ein ganz normaler Bruch oder so, hat es dann doch in sich, weil es nämlich eigentlich eine bilineare Transformation ist, eine bilineare Abbildung ist und damit das Ganze irgendwie doch ein bisschen schwieriger. Wenn ich einen Taschenrechner habe, der komplexe Zahlen nicht kann, ist das doof. Heute habe ich Computer und Taschenrechner, die können mit komplexen Zahlen rechnen. Da würde man das mutmaßlich nicht mehr erfinden, dieses Smith-Diagramm. Und was ich im Prinzip machen möchte hier, ist ja, ich möchte dieses Gamma hier umrechnen können in ein Z und umgekehrt, so rum oder so rum. Ja, wie mache ich das? Heute Octave, MATLAB, Taschenrechner. Kann das problemlos in den 50er Jahren, 40er Jahren. Keine Taschenrechner, die das können. Doof. Rechenschieber kann nur eine, ne? Also kann nur eine Richtung. Es ist inhärent linear. Und eindimensional geht auch nicht. Also wie mache ich es? Ich brauche irgendwie ein Millimeterpapier oder ein Umrechenpapier, das das tut. Und das ist dieses Smith-Diagramm. So, sieht dann so aus. Das heißt, ich zeige Ihnen erstmal nochmal das Richtige. Ich habe leider mein Lieblingsbild vom Smith-Diagramm nicht hier auf diesem Rechner. Halt, falsche Taste. Nee, Farbe brauchen wir noch nicht. Das da. So sieht das Smith-Diagramm aus. Ich kann das auch ein bisschen kleiner machen. Erst einmal, dass man da jetzt mal so einen Begriff von kriegt. So, und das macht nämlich jetzt genau dieses. Ich öffne es nochmal gerade mit einem anderen Tool. Da. So, Sie sehen jetzt hier dran, das ist jetzt ein bisschen, also das ist im Prinzip ein Millimeterpapier mit kurvlinigen Millimeterdingern. Und was ich hier drin, was Sie hiermit machen können, ist tatsächlich eine Umrechnung zwischen dem Reflexionsfaktor und zwischen dem Reflexionsfaktor und der Impedanz. Die Impedanz ist das, was Sie hier als Zahlen finden, und zwar normiert auf die charakteristische Impedanz. Also das, was hier jetzt steht, diese Teile hier, da, diese Zahlen, da, die da alle auftauchen, sind jetzt irgendwie ein
z' gleich z durch z0. Z0, die charakteristische Impedanz. Ne? So, wenn ich mich erstmal nur hier auf dieser reellen Linie bewege, dann habe ich hier zum Beispiel bei 1 z' gleich 1, also z gleich z0, Anpassung. Der Reflexionsfaktor folgt daraus ganz automatisch. Z. Mann! Z. Quatsch. Jetzt habe ich das zweimal. Das wird. Keine Angst. Gamma gleich 0. Ne? So, also Reflexionsfaktor gleich 0, Anpassung. Wenn die charakteristische Impedanz gleich im Abschluss ist oder umgekehrt, habe ich keine Reflexion. So, und der Reflexionsfaktor ist nämlich auch genau der Abstand von diesem Mittelpunkt hier. Das ist der Mittelpunkt an der Stelle, also der Nullpunkt im Prinzip für die Reflexion. Und hier, Sie gucken so. Da, genau in der Mitte, da, wo ich so dick rot gemacht habe. Ne? Kann man gar nicht übersehen. Also da ist der und dann der Abstand eben hier zum Mittelpunkt. So, wenn ich jetzt meinetwegen z durch z0 gleich 2 habe, also z gleich 100 Ohm und z0 nach wie vor, ich lasse einfach mal, schreibe ich hier oben hin, z0 gleich 50 Ohm. Und das mache ich nochmal weg. Ey, weg. So. Das hat er jetzt auch nicht schlimm. Dann habe ich hier z' gleich z' z0 ausgerechnet. Was ist denn für ein roter Strich jetzt durch? Dann wird das genau dieser Punkt hier werden. Da steht die 2 dran. Und der Reflexionsfaktor ist jetzt genau dieser Abstand hier. Gamma. Wie viel das ist, ich kann jetzt diese Länge hier bestimmen, kann ich mit einem Zirkel messen und so weiter. Sie werden in der für die Klausur auch einen Zirkel brauchen. Wie viel das ist, kann ich jetzt hier unten ablesen, wenn ich mir das Ganze hier jetzt mal richtig hin mache. Dann sehen Sie hier auf der linken Seite könnten Sie jetzt sagen, na, das ist, ich kann das leider nicht verschieben hier, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist vielleicht so ein Stückchen hier, so. Mit einem anderen Tool kann ich das verschieben und Sie finden im Internet auch so Videoclips von mir zum Thema Arbeiten mit dem Smith-Diagramm, da ist das nochmal ein bisschen schöner erklärt, also das können Sie auch gerne dann angucken. Wenn Sie diese Länge jetzt hier abtragen, so, dann können Sie da genau ablesen, wie groß der Reflexionsfaktor für die Leistung ist, nämlich in diesem Fall hier 0,1. Können wir gerade ausrechnen, wie viel es sein muss. Das ist nämlich, ups, machen wir das auf dem Zettel, dann sieht es auch jeder. Es wäre jetzt nämlich hier bei 100 Ohm ist das Gamma gleich 2 minus 1 durch 2 plus 1, also gleich ein Drittel und zwar für die Amplitude. So, für die Leistung, für P, läuft das auf gleich Gamma-Betragsquadrat hinaus, also gleich ein Neuntel, also etwa 0,111. Also ich habe es nicht ganz richtig gezeichnet, eigentlich müsste dieser Strich hier nur bis hier so etwa gehen. Kann man das auch korrigieren noch? Und dann könnte man das da unten ablesen. Also das kann ich jetzt so nicht machen. Man kann das jetzt hier da zeigen mit dem Zirkel. Wir müssten das auch mit dem Papier nochmal üben, mit dem Zirkel. Weil Sie es in der Klausur auch mit dem Zirkel machen müssten, machen wir nun nicht jetzt gerade an der Stelle. Ne? Also grundsätzlich kann man eben jetzt den Betrag des Reflexionsfaktors genau über diese Streckenmessung hier bestimmen. Wir könnten auch hingehen, was passiert zum Beispiel bei einem 10 Ohm Widerstand. Machen wir mal in blau. So. Z gleich 10 Ohm, Z' ist also 10 durch 50, ist gleich 0,2, ne? Also genau der Punkt hier. Und wenn ich jetzt gucken will, wie weit ist das, das fällt mir ein bisschen leichter, ich kann hier direkt runtergehen, dann müsste ich eigentlich in etwa hier rauskommen, an der Stelle, ich kann es auch nochmal ausrechnen, das ist dann
0,2 minus 1 durch 0,2 plus 1 das ist gleich minus 0,8 durch 1,2 das läuft auf 4 Sechstel, 2 Drittel hinaus, ne? 2 Drittel. Für die Leistung P ist es Gamma Quadrat, also gleich 4 Neuntel, ungefähr, ja, minus, genau, minus 2 Drittel, ungefähr 0,44. So, das habe ich jetzt in etwa da richtig angetragen bei 0,4, also legt mich nicht allzu fest mit diesem also mit dem Tool, meinen dicken Finger, ist das einfach nicht besser hinzukriegen gerade. Ne? Aber ich glaube, das System ist einigermaßen klar geworden. Ne? Sie müssen es oben nachmessen. Ich könnte jetzt hier auch, wie gesagt, mit dem Geodreieck hier rummessen. Ich kann nur mit diesem Programm das nicht richtig machen. Es gibt da einen besseren Clip, Videoclip, den ich produziert habe, der auf YouTube auch, also oder auch auf meiner Seite da, ich verlinke das, ist. So, das Ganze hätten wir, glaube ich, noch hingekriegt, einfach so. Also das hier haben wir jetzt ja bislang nur reelle Widerstände verwendet. Also nur ohmsche Widerstände, die wir angeschlossen haben an eine reelle Leitung. Die Leitung bleibt reell, das sind 50 Ohm oder 75 Ohm, halt noch 200 oder 600 in der Telekommunikation, aber was anderes ist das eben nicht. Wir haben jetzt noch nichts Komplexes gemacht, aber auch das könnte man tun. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben es mit einer Spule zu tun. So, die machen wir mal in grün. Zum Beispiel mit einer Spule von J 50 Ohm. Könnte man ja machen. Ich habe mich nicht über die Frequenz ausgelassen, deswegen kann ich nicht sagen, was das für eine Induktivität ist. Einfach der Blindwiderstand von dem Ding ist 50 Ohm, also hat die Spule eine Impedanz von J 50 Ohm. Und wenn ich das jetzt anfange einzutragen, dann habe ich hier Z' gleich J 50 Ohm durch 50 Ohm ist gleich J. Und das hatte ich noch nicht dazu gesagt, das, was Sie hier hochgehend finden, da, diese Zahlen hier, das sind die Imaginärteile. So, das heißt also, den Punkt J 50 Ohm finde ich hier, da an der Stelle. Er liegt auf dem äußeren Kreis von dem Ding hier, das ist schon mal ganz bemerkenswert. Verbindet nämlich eine ganz wunderbare Aussage damit. Ich kann den Reflexionsfaktor gleich bestimmen. Das ist nämlich genau der äußerste, der größtmögliche. Ich kann es aber auch aus dem Bauch heraus sagen, die Reflexion von einer Spule, die Leistungsreflexion von dieser Spule, einer idealen Spule, muss 100% sein. Weil da verbrät ja nichts, so eine Spule. Kann sie nicht. Also sie kann das, wenn sie einen Widerstand hat, hat sie aber nicht. Ich habe von idealen Spulen gesprochen. Ne? Also muss sie 100% reflektieren, also muss der Reflexionsfaktor Gamma gleich 1 sein. Das kann ich ohne Rechnung bestimmen. Das kann ich ohne Rechnung bestimmen, zum einen, weil ich es weiß. Und zum anderen auch, weil ich sehe, dass sie auf dem äußeren Kreis liegt hier. Das ist genau der äußere Kreis hier. Und genau auf diesem äußeren Kreis, da habe ich genau den Gamma-Betrag gleich 1. Ich bin hier übrigens nicht ganz richtig gewesen. Gamma-Betrag, Gamma ist nicht 1, sondern ich muss es nochmal ausrechnen. Hier Gamma ist gleich J minus 1 durch J plus 1 und das ist kann man tun, ja. Ich kann so einfach mal mit minus J den oberen Teil multiplizieren. Wenn ich das nämlich mal minus J nehme da oben, dann steht da nämlich 1. Ne, steht da nämlich J plus 1, also dasselbe wie unten. Also es ist gleich minus J. Ist das richtig? Ja, muss es sein. Also ist das hier nicht 1, sondern Gamma gleich minus J. Aber der Betrag ist 1. Man muss das jetzt hier auch nicht unbedingt lesen können. Also es ist zwar nicht schön, dass man es nicht so richtig lesen kann, aber man muss es auch nicht unbedingt lesen können, weil, wie gesagt, das finden Sie alles nochmal in einem etwas besseren Clip. Der ist jetzt nicht live, aber der ist auch, oh, man kann es eigentlich ganz gut lesen. Also besser als ich auf meinem Bildschirm.
So. Ja. So, und das geht natürlich nach unten weiter, sodass ich habe den Spaß jetzt einfach mal gemacht, hier den induktiven Bereich haben. Und hier unten haben Sie, ich mache das mal so rum, den kapazitiven Bereich. So, also Cs finden Sie unten. Wir können dasselbe Spiel nochmal machen für irgendwie ein minus J 50 Ohm. Das wäre zum Beispiel hier minus J 50 Ohm. So, das heißt also mit diesem Ding hier und den entsprechenden Zeichnungen hier drin, den entsprechenden Kreisen hier drin, können Sie Reflexionsfaktoren und Impedanzen ineinander umrechnen. Zunächst mal normierte Impedanzen, weil das Ganze hier von 1 Ohm ausgeht oder von, ja, ne? Aber dann können Sie es einfach mit der Multiplikation, mit der charakteristischen Impedanz einfach umrechnen. Eine Orientierungshilfe ist Ihnen hier jetzt gegeben. Noch für das Smith-Diagramm, das hier ein bisschen stilisiert rausgekommen ist. Sie haben entsprechend hier die Anpassung an der Stelle, das ist der Anpassungspunkt, da will man immer hin, den will man erreichen. Rechts haben Sie den Leerlauf, auch das liegt auf dem äußeren Kreis mit Betrag gleich 1, also 100% zurück. Links haben Sie den Kurzschluss, oben haben Sie alles Induktive, unten haben Sie alles Kapazitive und hier haben Sie alles Reelle. Gut. Jo, man könnte noch sagen, ja, geht das hier weiter? Okay. Was ich hier noch einfügen muss, ist diese Kreise hier, die hier, ich wollte den anderen haben, die andere Farbe haben. Der will immer nicht so wie ich. So, jetzt hat er aber. Das hier. Die und der und auch der, das sind alles Kreise mit, konstantem Realteil. Also wenn ich einen Widerstand habe und dann nur die Spule daran ändere oder nur die Kapazität ändere, dann bewege ich mich auf diesem Kreis hier. Und die anderen Kreise, die wir natürlich auch haben, ich mache es mal in hellgrün, also diese hier, das da und das da oder auch das hier und jenes hier. So, das sind die Kreise mit konstantem Imaginärteil. Also, da bleibt die Spule immer gleich. Und ich ändere nur meinen Realteil, also sprich nur meinen ohmschen Widerstand da drumherum. Oder die Kapazität bleibt immer gleich, ne? So, das heißt also, ich kann je nachdem, was ich irgendwie verändere oder wenn ich irgendetwas verändere, mich in diesem Smith-Diagramm auch bewegen. Und damit kann ich damit auch üben, Lösungen herbeiführen. Das zeigen wir Ihnen aber auch gleich noch. So, ich habe das Ganze hier nochmal so ein bisschen, das ist im Prinzip so ein Nachschlagteil hier, was ich hier jetzt reingefügt habe, dieses Bild. Das ist im Prinzip alles schon gesagt, was hier steht. Ne? Dieses mit den Phasen an der Seite, das lassen wir erstmal nochmal weg. Da müssen wir noch ein bisschen üben dafür. Aber hier die wichtigsten Punkte sind hier nochmal markiert im Smith-Diagramm, sodass Sie sich daraus zurechtfinden können. Das können Sie im Prinzip so als Nachschlagvariante verwenden. Ne? Entscheidend ist, dieses Smith-Diagramm mit dem Kreis Maximalbetrag 1. Beschreibt alle passiv möglichen Impedanzen. Ne, also was kann so eine passiv mögliche Impedanz maximal machen? Sie kann entweder alle Leistungen vernichten oder alle Leistungen reflektieren oder alles dazwischen und jeden Phasenwinkel erreichen. Aber sie kann niemals mehr Leistung reflektieren, als sie gekriegt hat, weil es ja passiv. Ne? Und deswegen sind das hier, was Sie in diesem Bild hier sehen, sind das alle erlaubten Widerstände, Spulen, Kapazitäten, aber auch nicht mehr. Man könnte sich ja auch irgendwas denken, was jetzt aktiv ist, irgendwie so ein Transistor oder so, der reflektiert mehr, als er gekriegt hat. Das gibt es, das kann der machen, aber der passt nicht mehr hier rein in dieses Bild.
kann man jetzt noch erweitern. Auf die aktiven sieht dann ganz witzig aus. Aber das machen wir auch jetzt noch nicht, sondern später. So, im unteren Teil des Smith-Diagramms finden Sie eben genau diese Bilder und dieser Abgreif. Ja, im Prinzip sind das einfach nur so Skalierungslinien wieder. Und da sind eben verschiedene Punkte nochmal, die man da jetzt sehen kann. Und zwar werden die immer gemessen von hier aus, von der Mitte. Da steht auch Center dran. So, und im Wesentlichen interessieren uns die Dinge jetzt nach links hin. Da können Sie also, wenn Sie jetzt irgendeine Länge oben abgemessen haben mit dem Zirkel, so, nehmen wir mal das hier an, das ist die Länge, die Sie gehabt haben. So, dann können Sie sofort ablesen, welcher Reflexionsfaktor war denn das jetzt hier für die Amplitude. Okay, das war jetzt gerade im Reflexionsfaktor 0,5, also 50% der Amplitude wurde reflektiert. Was heißt das in Sachen, wenn 0,5 Amplitude, Spannungsamplitude reflektiert wurde, was heißt das für die Leistung? Halbe Amplitudenreflexion ist Quadrat, Viertel, ne? Und man müsste das auch sehen können hier, wenn ich nicht drauf gemalt hätte. Da Viertel Leistungsreflexion. Was heißt das, wenn ein Viertel der Leistung reflektiert wird in dB? Na, 2 mal 3 dB, also 6 dB. Das ist tatsächlich hier der 6 dB-Punkt. Hopsa. Da, man kann die 6 nicht mehr lesen, weil ich drüber gemalt habe. Was heißt das für das Stehwellenverhältnis? Das müssen wir die Formel noch wissen, ne? Wie waren die? Gehen wir mal zurück. Boah, ist das eine Schmiererei, ey. Wo habe ich es denn gehabt? Da. 1 plus Gamma durch 1 minus Gamma. Gamma war ein Viertel. 1 plus Gamma ist also 1,25 durch 1 minus Gamma. Ne, 1,5 hatte ich. Entschuldigung, ich muss ja hier die Amplitudenreflexion nehmen. Also 1 plus Gamma ist 1,5 durch 1 minus Gamma ist 0,5, macht 3. Ne? Die Rechnung hätte ich mir sparen können, hätte ich nur gleich meinem Smith-Diagramm vertraut und einfach nachgeguckt. Da steht nämlich die 3. Also ich habe wieder drüber geschmiert, aber da ist die 3. Also das ganze Ding kann mir, das Ganze kann mir das alles sauber umrechnen. So, es gibt noch so andere Richtungen. Das, wir hatten ja eben gesehen, wenn wir da so eine Reflexion haben, eine Leitung meinetwegen oder Leitungsstück mit auf 120 oder sowas, wie viel wird da auf 122 Ohm, wie viel wird da reflektiert und so. Das würden Sie hier jetzt noch finden können. Darauf gehe ich jetzt an dieser Stelle noch nicht ein. Jo, so. Was haben wir noch? Haben wir noch was? Ich möchte zunächst noch mal ein bisschen spielen und Sie haben das auch. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier ausführen? Gucken. Nee, kann ich nicht. Ich muss das anders machen. Terminal hier öffnen. Java-jar. Halt. Doch. A minus jar J Smith. So, ich habe da so ein Tool mal gefunden im Internet. Man findet das auch immer noch, dass diese Smith-Diagramm-Geschichten interaktiv abbilden kann. Das ist super cool, das Tool. Finde ich. Man kann damit also sehr viel lernen, spielen, Spaß haben, wenn man das als Spaß empfindet, was wir hier tun. Sie haben so einen ganz wunderbaren Gesichtsausdruck dabei. Nein, ist das schön. So, nehmen wir mal an, hier, Sie können das eigentlich, wollen wir das heute noch machen? Sie können das müsste eigentlich drauf sein auf den Rechnern. Ja, dann machen Sie einen anderen an.
jsmith.jar, musst du eigentlich finden. Kann ich das damit bewegen? Ah, oh, das ist ja cool. Ich kann das mit dem Stift machen. Das ist ja toll. Oh, mit der Faust auch. Wo bin ich jetzt? Das klang ja gut. Haben Sie wieder was kaputt gemacht? Okay. Also, wir können das mal hochfahren. Das ist jetzt für alle Zuschauer an der Zuhause an den Endgeräten. Das ist jetzt der langweilige Teil. Machen Sie selber mit. Ja genau, das ist einfach nur so ein Jar-Archiv, das können Sie auf jeden Rechner kopieren, der Java unterstützt und dann haben Sie es. Ne? Also das ist auch... Ja. Okay. So, was wollte ich sagen? Ja, also was wir jetzt machen können, ich habe jetzt hier einfach mal hier mit Add Frequency eine Frequenz, und zwar 1 GHz, finde ich ein bisschen angenehmer als 500 MHz, eingetippt. Sie machen einfach Add Frequency, dann können Sie 1000 eintippen und dann können Sie die 500 MHz wegmachen, wenn Sie das wollen. Und dann können wir das nochmal überprüfen, was ich eben hier gesagt habe. Hier unten in dem linken, hier unten sehen Sie, könnten Sie sehen, sieht man eventuell, dieses Diagramm. Und wenn Sie jetzt hier 50 Ohm auf 50 Ohm machen, ich habe den Punkt, der vorher hier irgendwo anders war, den habe ich hier einfach mal gezogen in den Mittelpunkt hier rein, sodass wir jetzt hier im Prinzip einen 50 Ohm Widerstand da rechnen oder simulieren. An einer 50 Ohm Leitung, der macht selbstverständlich, 50 Ohm steht übrigens hier auf der rechten Seite, der macht natürlich keine Reflexion, das heißt, der ist genau im Ursprung. So, und wenn ich an den jetzt einen Widerstand anschließe, Widerstand ist das amerikanische Tool, das ist diese Zackenlinie da oben. Dann sehen Sie, dass ich mit dem Widerstand, je nachdem, wie ich den jetzt einstelle, hier da mich auf dieser Linie, auf der reellen Linie bewegen kann. Aber ich kann natürlich die 50 Ohm nicht kleiner machen, ne, weil ich kann keinen Widerstand anschließen an 50 Ohm und der Widerstand wird kleiner in Serie, das geht halt nicht. Sondern ich kann hier auf die 100 Ohm gehen oder eben auf andere. Das heißt, ich bewege mich auf der rein reellen Linie. Kann man wieder wegmachen. Ups. So, dann kann ich meinetwegen auch eine Spule in Serie schalten dazu. So. Und auch die kann ich erhöhen und niedrigen. Und Sie sehen unten, was für eine Induktivität ich hier jetzt eigentlich in Serie an den Widerstand geschaltet habe. Wir können uns dort den Spaß gönnen und können diese Spule mal ganz nach rechts ziehen. Das ist das, was wir früher in Grundlagen-E-Technik 2 gesagt haben, die Spule sperrt bei hoher Frequenz. Ne? Das ist natürlich ganz unsauber ausgedrückt, aber Studenten mochten das. Wenn Sie eine Spule da haben und eine sehr hohe Frequenz daran legen, dann geht das nicht durch die Spule, das lässt sie halt nicht zu, aufgrund ihres hohen Blindwiderstandes. Und damit verhält sich dann die Kombination 50 Ohm mit einer großen Spule dran wie ein Leerlauf. Und das sehen wir auch, weil wir sind da im rechts im Leerlaufpunkt. Ne? Und zack, wieder zurück, meinetwegen. Wir können die auch wegmachen. Wir können den C in Serie packen. Das ist das hier. Wenn wir das C nur klein genug machen, dann muss man jetzt aufpassen. Dann ist das C natürlich auch eine große Sperre. Ist das C eine Sperre? Ups, da. So, ein ganz kleines C ist natürlich auch für eine hohe Frequenz, für 1 GHz noch eine Sperre und dann verhält sich das Ganze wie ein Leerlauf. Kommen Sie zurecht? Soll ich Sie im Moment alleine lassen?
ein bisschen spielen, labere ich nicht mehr so viel. Ist vielleicht auch ganz angenehm für mich. Können wir wegmachen. Und die grünen Teile hier sind jetzt Parallelschaltungen. Wir könnten jetzt ja noch einen Widerstand parallel zu den 50 Ohm schalten. Und dann kommen wir auf die linke Seite. Ne? Logisch, weil dann wird der Widerstand kleiner. Hier hat er sich, weil wir standardmäßig 50 Ohm da parallel schalten, halbiert. Können noch einen kleineren Widerstand dazu packen. Aber wir können durch Parallelschaltung den Widerstand natürlich nicht größer machen. Jo. Jo, jo. Meine Töchter das sehen, ist ihnen das alles peinlich wieder. So, und Sie können natürlich eine Spule parallel schalten zu den 50 Ohm. Dann passiert was ganz Komisches, das haben wir eben noch nicht gesehen. Wir bewegen uns auf einem völlig anderen Kreis. Dieser grüne Kreis ist in den Smith-Diagrammen, die ich Ihnen bislang gezeigt hatte, überhaupt nicht drin. Der taucht auch nicht da auf. Man würde normalerweise was anderes jetzt tun, eine Transformation. Das möchte ich in dieser Vorlesung nicht unbedingt vertiefen, weil so viel möchte ich mit dem Smith-Diagramm nicht arbeiten. Es gibt dazu, wie gesagt, noch ein Video, das das genauer beschreibt. Aber was passiert, möchte ich Ihnen schon noch zeigen. Sie bewegen sich jetzt hier auf einem Kreis, der hier konstanter Konduktanz. So, was war die Konduktanz nochmal? Ja, genau. Die Konduktanz ist der Realteil der Admittanz. Also Admittanz ist ja die Impedanz auf den Kopf gestellt, ne? Also 1 durch Z, aber komplex. Also nicht zwingend komplex, aber dann ist sie mit Admittanz ist sie auch komplex und von Leitwert rede, ist es inhärent linear, reell. So, und wenn ich davon den Realteil nehme, also von dem Y, von der Admittanz, dann bewegt sich das, wenn ich hier jetzt die Spule ändere, genau auf diesem Kreis hier. Upsa. Kann man sich relativ leicht vorstellen, wenn ich jetzt hier eine kleine Spule ist ja im Prinzip dann irgendwann ein Draht, eine kleine Spule parallel zu 50 Ohm schalte, ja, was passiert? Der Widerstand wird kurz geschlossen, ne? Also bin ich im Open irgendwann, im Short. Die linke Seite, der linke Punkt, da ist ja der Short-Punkt. Ähnliche Geschichte, kann das wegmachen mit dem C. Packe hier einfach ein C dran. Und bewege das C hier hin und her. Und dann lande ich irgendwann mit dem C, und zwar mit einem großen C. Ein großes C ist ja dann irgendwann auch ein großer Blindleitwert. Eine große Das war die Konduktanz, ne? Egal. Ein großer Blindleitwert, und wenn ich mit dem großen Blindleitwert parallel zu einem reellen Leitwert habe, dann habe ich den irgendwann überbrückt und bin im Kurzschlusspunkt. So, das heißt also, ich kann jetzt hier verschiedene L, R, L und C Schaltungen mir jetzt irgendwie darstellen hier und daraus jetzt auch den Reflexionsfaktor bestimmen. Ich muss nicht 50 Ohm nehmen, ich kann den Punkt natürlich auch verschieben hier, dann ändert sich alles irgendwie so ein bisschen da auf 100 Ohm und dann den Widerstand dieses C. Da dran, so zum Beispiel, kriege ich eben sowas dahin. Ne? Also ich kann da jetzt wild rummachen. Kann hier auch solche Punkte durch die Gegend schieben. Und dann sagt er mir auf der rechten Seite, was denn das in Rx und Gb wäre und in Gamma. Also ist ein bisschen bequemer. Ich kann da jetzt ein bisschen hin und her schieben, ohne dass ich da jetzt groß, also interaktiv, ohne dass ich da jetzt groß auf dem Papier rummachen muss. So, aber das mit dem Papier müssen wir auch noch üben. Weil, wie gesagt, das eignet sich einigermaßen für die Klausur. Das, was ich Ihnen da gerade gezeigt habe,
stellt sich jetzt hier in diesen Bildern, können Sie auch als Nachschlagwerk, das war glaube ich das Wort, das ich eben gesucht habe, auch als Nachschlagwerk suchen, stellt sich als Nachschlagwerk so dar. Hier, was passiert, wenn ich irgendein R durch Z habe, hier sind es eben 25 Ohm bei 50 Ohm, also wenn ich Z0 wieder Z0 gleich 50 Ohm irgendwie verwende, dann habe ich hier den 25 Ohm Punkt beispielsweise, das ist der, den ich hier genommen habe. Und dann mache ich da in Serie ein L dran, dann bewege ich mich eben in die Richtung, dann packe ich da ein C in Serie dran, also das L weg und dann das C dran, also immer nur einer, ne? Dann bewege ich mich hier in dem unteren Kreis, im kapazitiven Bereich, dann packe ich irgendwie mal was parallel dazu und dann bewege ich mich eben auf den Kreisen, wie es hier steht. Gut. Ja, wir schaffen heute auch eine ganze Menge, weil wir machen 8 von 44 Stunden heute. Das ist ja schon bald ein Fünftel, ne? Also 20% der Vorlesung ist der heutige Tag. Sie gucken, also es ist viel, deswegen schaffen wir auch einfach viel. Ich hoffe, Sie kommen noch irgendwie einigermaßen mit. Genau, oder ist jetzt echt Aufnahmeschluss? Dann müssen wir uns entspannen. Ich kann auch, ich bin gut drin. Ich habe ja auch, gerade bei diesen langen Sessions da, wir machen nächste Woche sicherlich auch nochmal eine davon, gerade bei diesen langen Sessions, da habe ich den angenehmeren Teil. Weil ich kann reden, ich kann mich bewegen, ich muss nicht rumsitzen. So, jetzt werden wir noch praktisch. Also wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das bislang als praktisch erachtet haben, was wir getan haben. Es geht so, hätte ich jetzt fast gesagt, jetzt werden wir noch praktischer. Und das heißt auch schon so, Practical Transmission Lines. Jetzt werden wir tatsächlich mal Leitungen, Übertragungsleitungen kennenlernen. Unterschiedliche geometrische Ausführungen. Wie sehen die Felder darin aus? Was muss ich tun? Was kann ich damit machen? So, auf das Smith-Diagramm kommen wir auch noch wieder zurück. Ich wollte es jetzt nur mal kurz einführen mit dem Reflexionsfaktor und der Impedanz. Aber insbesondere im Punkt Matching, der da unten kommt, taucht das nochmal wieder auf. Und es taucht auch auf, wenn wir später den Verstärker entwerfen. Auch das macht man mit dem Smith-Diagramm als Visualisierungstool. Auch wenn Sie jetzt noch nicht glauben, dass das ein gutes Visualisierungstool ist, es ist, wenn man sich daran gewöhnt hat. Auch wenn es erstmal so dieses, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde, ey. Ich will kein Thunderbird. Abbrechen, aus. Falsche Taste gedrückt hier. Internetnavigator wollte ich doch. Smith. Diagramm. Na, nehmen wir das. Es gibt noch ein ganz wunderbares Bild. Also das Smith-Diagramm zeigt ja Kurven. Und es gibt ein ganz wunderbares Bild, wo Pamela Anderson das trägt. Und ja, aber hier nicht. Doch, da ist es. Genau. Da. Also mit dem Smith-Diagramm kann man sich eben auch, wenn man möchte, aufs T-Shirt drucken lassen und kann damit durch die Gegend rennen, wenn man das möchte. Und ich habe ein Bild, das habe ich aber nicht auf diesem Rechner drauf, ich habe ein Bild mit Pamela Anderson, wie sie das trägt. So einen Kaffee gekauft gerade und so. Und ja, wenn Sie möchten, wie gesagt, Sie können sich gerne, das könnten wir uns eigentlich mal als Kurs besorgen, oder? Sammelbestellung Smith-Diagramm T-Shirt. Ich muss mal gucken. Ich kann auch, obwohl das wird er nicht hinkriegen. Also ein Bekannter von mir, der hat so einen T-Shirt-Laden, T-Shirt-Bedruckladen, ob der da, so könnte das eventuell auch machen, aber das ist zu filigran, glaube ich. Das kriegt man nicht so. Also man kriegt nicht die Strukturen da einzeln drauf gedruckt. Dann müsste man das so als ein Bild da drauf kriegen. Egal.
Also kann man sich überlegen, was kostet das? 28 Euro, wo gibt's denn das? With no data plotted, was soll das heißen? Na egal, also jedenfalls hoffentlich mit einem anderen Gesichtsausdruck kann man das kriegen und könnte man damit rumlaufen mit dem Ding. Das gibt es also auch, hat auch was Ästhetisches, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ne? So, und selbst wenn Sie jetzt aus diesem Kurs sonst nichts mitnehmen oder so, und Sie haben eine Idee, was Sie auf dem T-Shirt drucken könnten. Ne? Gut, so, wir wollen noch ein bisschen HF-Technik betreiben. Ja, man kann es ja scheiße finden, aber es sieht halt gut aus auf dem T-Shirt. Ne? Angedrungen Sie aufs T-Shirt, wir machen eine Klausur drüber. Ne? Kommt auch gut. So. Also ich möchte jetzt noch auf verschiedene Leitungen, HF-Leitungen zu sprechen kommen. Paralleldrahtleitung kennen Sie alle, im Zweifelsfall, wenn es getwistet ist, ist das einfach so diese Ethernet-Kabel oder so oder Telefonkabel oder so. Das haben Sie alle schon mal gesehen. Koaxleitung kennen Sie auch alle. Die Parallelplattenleitung hatte ich Ihnen gerade erwähnt, nicht? Also unendlich ausgedehnte Platte oben und unten, völlig praktikabel. Man kann die etwas umbauen, wenn man die nämlich an den Seiten kurz schließt, hat man einen Rechteck-Hohlleiter. Den Circular Waveguide haben Sie schon gesehen. Das war nämlich hier mein. Ist das noch hier irgendwo? Nee, ne? Hab ich weggepackt. Das war nämlich mein LNA-Teil hier. Genau da. Ist zwar nur ein Stückchen, aber es ist trotzdem Wellenleiter, ne? Auch wenn es nur ein Stück ist. Mikroschreifenleitung. Also da kommen wir jetzt auf die Platine. Was macht man denn auf einer Platine? Das ist so die untere Leitung, ne? Untere Zeile. Mikroschreifenleitung oder eine Coplanar-Leitung oder eine Stripline werden wir alle kennenlernen. Werden wir kennenlernen, genau. So, erstmal Waveguides, Wellenleiter. Wir greifen nochmal wiederholend das mit der Parallelplatte auf. Wie gesagt, unendlich praktikabel, weil unendlich ausgedehnt in diese Richtung hier. Und das Coole an dem Ding ist, Sie können hier eine Gleichspannung anlegen. Einfach ein ganz einfacher Feldtest. Oben, hier habe ich oben Plus gemacht und unten Minus, eben was andersrum. Ich glaube, Sie könnten mir intellektuell trotzdem folgen, ne? Und das funktioniert auch und dann kriegen wir eben hier das Standardfeld raus, das standardelektrische Feld. Und es ist eine transversale elektromagnetische Welle. Das ist ohnehin der Test. Existiert eine transversale elektromagnetische Welle, eine Lösung für einen Wellenleiter als transversale elektromagnetische Welle? Einer der Tests oder der Test ist eigentlich, kann man Gleichspannung drüber jagen? Wenn ja, dann gibt es zumindest eine Quasi-TEM-Welle. Wenn nein, dann nicht. Dieses mit dem Wenn-Nein werde ich gleich noch vertiefen. Beim Parallelplattenleiter kann man, weil die Ober- und Unterleiter ist voneinander isoliert. So, die Wellen haben wir schon gesehen, die TEM-Welle. Jo, und das sind jetzt hier die Parameter dazu. Also das EY, die Feldstärke, ist halt U durch D, Spannung durch D. Und das möchte ich auch gar nicht weiter vertiefen. Hier fehlt ein Gleichheitszeichen. Da hängt von dem Paar. So, vielleicht finde ich das mal und kann das dann in Zukunft korrigieren. Deswegen schreibe ich mir das so dick dran. Wenn ich mir das nochmal angucke, wäre auch eine Variante. Ja, das sieht jetzt irgendwie doof aus. Und da muss man sicherlich auch ein bisschen was zu erklären zu dem Bild. Also sieht es auch nicht mehr ganz so gut aus wie das Smith-Diagramm. Stellen wir uns mal vor, stellen wir uns mal ganz dumm. Und stellen uns vor, wir haben zwei gekreuzte Wellenfronten. Wir strahlen eine Welle schräg von unten ein. Das ist die hier. Ich male das nochmal nach, damit man weiß, wovon ich rede. Und wir strahlen eine Welle mit dem gleichen Winkel, nur eben genau andersrum, also eben gerade nicht dem gleichen Winkel, von oben ein. Das ist die hier. So, die sind kohärent, also gleiche Frequenz, immer feste Phasenbeziehung zueinander, feste Phasenlage zueinander. Was passiert? Dann gibt es natürlich einen Bereich, dass diese Wellenfronten sich überlagern. In Rot ist das Maximum gezeigt, in Blau gestrichelt das Minimum. So, und dann finden Sie hier eine grüne Linie, wo die sich überlagern, die beiden Dinge. Wo, ich male das nochmal in grün nach, dann sieht man es besonders schlecht. Wo sich hier immer die Minimums treffen. Und die Maximums. Das heißt, hier habe ich entlang dieser Linie die maximale Amplitude.
So, und da auch. Sieht man wahrscheinlich wirklich schlecht. Oder gar nicht, ne? Aber wenn ich es in einer anderen Farbe mache, wird es total verwirrend. Dann sieht das Bild hinterher total doof aus. So, und es gibt ein Gelb. Ich mache auch das in Gelb. Es gibt hier die gelben Linien. An den gelben Linien treffen sich immer das Maximum und das Minimum. Da und da und da und da. Und da und da und da und da und Gesundheit. Und hier auf der ganzen Linie, ne? So. Was will uns das jetzt sagen, wenn wir was sehen könnten? Da, wo sich Minimum mit dem Maximum trifft, gibt es eine Auslöschung. Also die hatten auch die gleiche Amplitude. Das habe ich, glaube ich, eben vergessen zu sagen, ne? So, also da löschen die sich aus. Destruktive Überlagerung. An der Stelle könnte ich jetzt einfach so eine Eisenplatte einschieben. Es stößt auf praktikable Probleme, weil wenn ich da die Eisenplatte einschiebe, dann schirme ich ja das Feld nach oben hin ab und reflektiere. Also ist es nur ein Gedankenexperiment. Ne? Also es geht nicht wirklich praktisch, aber ich könnte an der Stelle jetzt irgendetwas tun, um das Feld kurz zu schließen. Zum Beispiel eine Platte einschieben. So, wenn ich das jetzt mache hier, könnte ich ja zum Beispiel hier, das mache ich jetzt in schwarz. Das sieht man, ne? Aber es ist nämlich sehr schräg. Vielleicht kann ich hier mit... Geht das? Genau. Ne, kann ich dann eine gerade Linie einschieben. Und hier könnte ich zum Beispiel auch irgendwie eine Linie einschieben. So, schön geworden, ne? So, und dazwischen habe ich jetzt einen Bauch. Also nicht ich habe einen, sondern also die Welle. So, da. Das elektrische Feld hätte jetzt also hier die Bedingungen erfüllt. Die Tangentialkomponente ET gleich 0 hier oben, ET gleich 0 da unten und ungleich 0 in der Mitte dazwischen. Das ist das, was wir eben auch schon mal hatten. Das haben wir eben mal kurz gesehen. Ne? Also wenn wir tatsächlich so eine Parallelplatte haben, dann müssen wir die Bedingung erfüllen, dass die Felder oben und unten verschwinden, weil kurz geschlossen. Und in der Mitte gibt es dann eben Bauch. So, warum habe ich das über diese Sache gemacht? Weil ich Ihnen herleiten wollte, dass es diese Feldlösungen gibt. Ich habe das jetzt mit gekreuzten Wellenfronten gemacht, die sich irgendwie treffen. Und auf mystische Art und Weise bildet sich dieses Muster raus, was man hier sehen kann. Und in dieses Muster kann ich eben jetzt einfach die schwarzen Dinge reinschieben. Und ich habe trotzdem noch eine gängige Feldlösung, eine erlaubte Feldlösung. Das Ganze funktioniert auch dann, oder funktioniert dann, wenn das Feld, wenn dazwischen, wenn der Abstand der beiden schwarzen Linien voneinander mindestens Lambda halbe ist. Bei Lambda halbe hätte ich die beiden Linien genau gegeneinander, also genau senkrecht hier aufeinander prallen lassen. Dann hätte ich genau Lambda halbe Abstand zwischen den beiden Punkten gehabt, wenn ich die flacher da einstrahlen lasse. Da muss es ein bisschen kürzer sein. Ich könnte auch hier an der zweiten, an der dritten eigentlich, gelben Linie was reinpacken, so. Upsa. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Dann würde ich hier noch den anderen Berg kriegen in der anderen Richtung. Dann hätte ich hier eine ganze Welle dazwischen. So, und wenn ich das, ist eigentlich nur Synonym dafür, für eine andere Frequenz, eine höhere Frequenz, die ich da reinjage, dann würde sich das Feld auch ergeben. Gut, ich habe hier eine Menge gerechnet. Das muss ich gar nicht weiter machen. Also man kann dazu eine Menge rechnen. Ich habe dann auch noch eine ganze Menge simuliert. Wie sieht diese Feldausbreitung jetzt aus für die gekreuzten Felder? Und dann kann man es eben nochmal sehen, dass ich mir tatsächlich erlauben kann, da eine Leitung reinzuschieben. Hier sehen Sie die gekreuzten Felder, die Amplituden der gekreuzten Felder. Ja, hier einmal für 1,5 GHz, für 2 GHz und für 5 GHz. Die Winkel habe ich so optimiert, dass gerade hier der Abstand zwischen den beiden Platten, also hier könnte ich eine Platte hinlegen und da, 10 cm ist, willkürlich, mehr oder weniger, 10 cm ist ja gerade eine Welle mit einer Frequenz von 3 GHz. Also wenn die Wellenlänge 10 cm ist, habe ich gerade 3 GHz. Wenn die Wellenlänge Lambda halbe ist, habe ich 1,5 GHz. Und das ist eben gerade der Grenzfall hier mit dem 1,5 GHz, den Sie da auf der linken Seite sehen.
So, was Sie sehen, ist, dass diese Felder hier so sehr, sehr langwellig in dieser Richtung sind. Im schlimmsten Fall sogar unendlich groß. Und in dieser Richtung hier ist das gerade Lambda halbe. Ja. So, das war gerade genau der Grenzfall. Im Prinzip sind ist der Winkel der kreuzenden Felder jetzt genau so, dass sie jetzt sehr senkrecht aufeinander einstrahlen. Aber wenn ich die ein bisschen schräger einstrahlen lasse, die Frequenz aber erhöhe auf 2 GHz, die Welle also kürzer wird, und das trotzdem noch den Winkel so optimiere, dass es funktioniert, dann kann ich immer noch hier, upsa, das wollte nix. Dann kann ich immer noch hier die Leitung reinlegen oder die Platten reinlegen. Aber man sieht es fast nicht mehr. An den Stellen habe ich immer noch die Nulllinien, da war nämlich nichts, da war alles grün. Und dazwischen habe ich jetzt eben hier eine Welle, also mit einem sinnvollen Lambda-Effektiv von beispielsweise hier bis hier. Ups. Lambda-Effektiv. Ja, und was ist das jetzt? Wie groß ist dieses Lambda-Effektiv jetzt? Das sind hier wahrscheinlich so, sagen wir mal, 22 Zentimeter. Ja. Eine Welle von 2 Gigahertz hat welche Wellenlänge? Eine 2 Gigahertz Freiraumwelle hat welche Länge? 15 Zentimeter. So, das heißt, das ganze Ding hier ist größer als, da mache ich mal ein Lambda 0 draus, als Lambda 0. Also die geführte Welle, also die Welle in dem Leiter dann, ist größer, hat eine größere Wellenlänge als die 15 Zentimeter. Das einfach deswegen, weil ein gewisser Anteil hier geht einfach in diese Richtung, geht einfach dafür drauf. So, und ich kann die Frequenz noch größer drehen. Hier, meinetwegen auf 5 GHz, dann ergibt sich dieses hier, dieses Bild. Jo. Gut, die 1,5 GHz hier, das war gerade der Grenzfall. Das heißt also Lambda G, wenn es gerade so geht, von 1,5 Gigahertz ist gleich, was hatte ich jetzt gesagt, 20 Zentimeter, ne? 20? Ja, 20. So. Und wenn ich jetzt 1,5 GHz. Ich gucke mal hier, was ich hier für eine Wellenlänge im Wellenleiter habe. Das ist nämlich dieses Lambda G. Das habe ich eben da oben dummerweise Lambda effektiv genannt. Das ist dasselbe. Wenn ich jetzt mal gucke, was passiert, wenn ich hier 20 cm Welle nehme und eine Cut-off oder ein. Ja, Scheiße, verkehrt. Index nicht ideal gewählt. So. Lambda C, also das war genau der Grenzfall von 20 cm. Wenn ich das hier mal in diese Formel einsetze, dann habe ich hier für 1,5 GHz sind das hier 20 durch Wurzel 1 minus 20 durch 20, das zum Quadrat, nun das geht gegen unendlich. Wenn ich den anderen Fall hier nehme, mache ich mal rot. Da. Kann ich mal ausprobieren, hat einen Taschenrechner griffbereit? Man macht mal 15 durch Wurzel 1 minus 15 durch 20 zum Quadrat gleich 22,7. boah, war ich gut.
Und das ist genau das, was wir hier oben abgeschätzt haben, ne? Das heißt also, mit Hilfe dieser Formel kann man ausrechnen, wie groß die Wellenlänge im Leiter ist, der geführten Welle ist. Mit 5 GHz könnten wir es auch noch machen, sparen wir uns aber, ne? Oder wollen wir? Also was ist denn das jetzt, ein Ja oder Nein? Das kriegen Sie hin, ne? So. Ja. Gut, so, damit haben wir das und können wir uns das vorstellen. Wir könnten jetzt ja, wenn wir die Frequenz weiter hochdrehen, dann können wir die Abstände auch anders wählen. Also, oder ja, dann könnten wir auch unter einem anderen Winkel einstrahlen lassen, sodass dass dieser Abstand hier der Platten zueinander meinetwegen gerade so ist, dass da zwei Berge reinpacken, passen. Also das hier größer oder gleich Lambda 0 ist. Und nicht nur Lambda halbe. Wir hatten eben bei der ersten Mode, musste das hier mindestens Lambda halbe sein. Ne? Bei der nächsten Mode machen wir es einfach so, dass das Lambda halbe, dass das Lambda ist. Können wir ausrechnen. Können wir uns auch Bilder zuzeichnen lassen. Also wie sieht denn jetzt eigentlich die Feldverteilung aus für verschiedene Frequenzen? Und welche Wellen werden da ausbreitungsfähig? Wir haben hier für 1,4 GHz, also gerade unter dem, dass es leitfähig wird, für die TE-Welle hier, das ist entscheidend an der Stelle, dass wir hier von der TE-Welle reden, da sehen wir, das geht gar nicht rein, das ist ein exponentieller Abfall. Also es geht ein. Das geht einfach so runter. So, bei 1,5 GHz sehen wir, das ist eine relativ lange Welle hier, aber das passt da schon rein. Wir haben nach wie vor wieder hier an diesen Stellen da und da die Platten liegen. Also hier auch, da und da die Platte. Das ist die Ausbreitungsrichtung. Z und Z. Und das hier ist die Amplitude, die wir da sehen. Ne? Also wieder dreidimensional, aber nicht geometrisch dreidimensional. So, ab 3 GHz passt ja bei 10 cm Abstand gerade die Welle komplett rein. Können wir auch wieder hier die Platte hier hinlegen und da hinlegen. Und das heißt also, wir haben hier einmal einen Berg und einmal ein Tal, auch schon im Querschnitt drin. Und bei 4,5, da die Platte, haben wir hier Plus, Minus, Plus drin. Also wir kriegen hier, upsa, wir kriegen hier gerade genau 3,5 Wellenlängen rein. Gut, unten drunter nochmal so for reference sind hier nochmal die TEM-Welle gezeigt. Bei 1,4, also die TEM-Welle ist ja ausbreitungsfähig schon. Also das ist die, wo sie oben Plus und Minus anlegen. Ne? Und die transversale magnetische Welle verhält sich ähnlich, möchte ich jetzt aber gar nicht unbedingt darauf eingehen. Jo, was sieht man dann an der ganzen Geschichte? Und wie kann man damit umgehen? Das ist jetzt so ein Dispersionsdiagramm. Und ich habe tatsächlich für diesen Wellenleiter mit 10 cm Abstand da mal aufgetragen, wie denn hier das KZ, also der Ausbreitungskoeffizient in Z-Richtung, wie der sich verhält mit unterschiedlichen Frequenzen. Ich habe die Formeln nicht gezeigt, aber hier sind sie. Ne? So, ich möchte auch eher so auf das Bild hinaus. Was sieht man? Zunächst einmal, man hat hier als blaue Linie, ich mache das dann auch blau, hat man die Möglichkeit, dass es hier eine Wellenausbreitung gibt. Das ist die TEM-Welle. So, und diese TEM-Welle ist ausbreitungsfähig bei der Frequenz 0 schon. Und dann, da das TEM ist, hat die einen gleichmäßigen, eine gleichmäßige Phasengeschwindigkeit. Und der Zusammenhang zwischen der Frequenz und dem Ausbreitungskoeffizienten ist gerade einfach nur proportional Omega. Das heißt also, das ganze Ding steigt einfach linear an, wie Sie hier sehen, an der Geraden. So, was ist mit den anderen Wellen? Also, wir wissen, die erste Welle, meinetwegen die TE, die kann sich erst dann ausbreiten, wenn mindestens eine halbe Welle in den Wellenleiter reinpasst. Also sprich ab 1,5 GHz. Unter 1,5 GHz kann sie sich gar nicht ausbreiten, das funktioniert einfach nicht, da passt sie nicht rein. So, weil sie das nicht tut, ist sie hier exponentiell gedämpft. Das meint diese Raute.
So, also ist nicht ausbreitungsfähig, aber sie hat eben eine starke Dämpfung. Wie stark diese Dämpfung ist, sieht man jetzt daran, wo die Raute liegt. Damit ist das KZ auch in diesem Fall imaginär, beziehungsweise das Gamma ist hier rein reell. Also das war der Ausbreitungskoeffizient, den wir schon vorher kennengelernt haben. Und irgendwann fängt das an, und zwar mit einer geführten, unendlich langen Welle hier unten. So, damit steigt das erst einmal unendlich an, da an der Stelle, unendlich steil an der Stelle, und geht dann immer nahe, immer dichter oder asymptotisch verhält es sich immer eher da wie Tm. So, das ist hier bei 1,5 GHz gewesen. Und dann gibt es irgendwie auch noch die andere, nämlich bei 3 GHz. Können wir mal gleich in grün machen. Da wird die nämlich ausbreitungsfähig. Oder eben auch bei 4,5 hier die nächste. So, die sind auch vorher exponentiell gedämpft worden. Das sehen Sie an den Rauten hier. Ja, so ist. Und ansonsten ergibt sich das Gleiche. Die werden sind wenig Ausbreitungs, haben hier zumindest erstmal einen ziemlich sehr steilen Anstieg des Ausbreitungskoeffizienten. So. Und damit eine unendliche Phasen, theoretisch unendliche Phasengeschwindigkeit. Ja, und irgendwann werden die auch sich annähern an die TEM-Welle, also an die Steigung der TEM-Welle. Ja, wo würde man so einen Wellenleiter betreiben wollen? Also eher hier auf der rechten Seite oder eher auf der linken Seite? Also den würde man betreiben hier bis dahin, also in dem Bereich. Und zwar, weil sie immer nur eine ausbreitungsfähige Welle haben wollen. Was soll denn das? Das nennt sich auch einmodig. Einmalig steht da jetzt wahrscheinlich, ne? Egal, einmodig ist gemeint. Sie wollen nicht, dass zwei unterschiedliche Feldverteilungen mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten, Gruppengeschwindigkeiten und überhaupt Geschwindigkeiten unterwegs sind. Weil wenn Sie das nämlich haben, dann geben Sie ein Signal drauf. Das ist ja nicht immer nur ein Sinus, aber dann geben Sie ein Signal drauf. Und ein Teil der Signalenergie wird mit der einen Geschwindigkeit, der andere Signalanteil mit der anderen Geschwindigkeit übertragen. Weil dann kommt am Ende Brei raus. Das will man nicht. Deswegen wird man so ein Ding immer versuchen, einmodig zu betreiben. So, einen schaffen wir noch. Gut, das ist alles irgendwie gesagt. Kann man nochmal nachlesen, wenn man möchte. Ich kann jetzt ja auf die Idee kommen und diesen Wellenleiter einfach irgendwo mal kurz schließen. Ich habe, das sieht jetzt ein bisschen widersinnig aus, ich habe hier die Parallelplatte. Da. Und da. Also sieht so aus, als wenn es andersrum wäre, ist aber nicht. Es ist so rum. Und das ist eben auch hier, das hier ist letztlich der Parallelplattenleiter. PPWG hatte ich den genannt, Parallel Plate Waveguide. Und einfach in der Querrichtung hier begrenze ich ihn durch einen Kurzschluss. So. Mehr ist das eigentlich gar nicht. So, warum tue ich das? Ja, weil eine unendlich weit ausgedehnte Metallplatte schwer durch die Gegend zu tragen ist. Das ist der Grund, ne? Ist auch offensichtlich, dass das Sinn macht. Darf ich das? Ja gut, natürlich darf ich das. Was ich jetzt natürlich dafür sorgen muss, ist, dass hier ET, also die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes 0 ist.
wie groß die Normalkomponente ist, ist egal. Wenn ich mir jetzt die Parallelplatte angucke, dann hatte die ja genau diese Feldkomponente, ne? So etwa sah das ja aus. So, die hat nur hier eine Normalkomponente gehabt. Da war gar keine Tangentialkomponente, also kann ich das ja machen. Mach einfach zu, fertig. Und hier war es sowieso, also auch hier, da habe ich ja die Parallelplattenbedingung, da habe ich natürlich auch ET gleich 0. Aber das kam ja schon aus dem Parallelplattenwellenleiter, haben wir eben kennengelernt. Das ist das, wo ich die Alufolie, die Metallplatten einschieben durfte, ne? Da ohne, dass sich das Feld ändert. So, was ist jetzt die Konsequenz? Na, die Konsequenz ist, jetzt leg mal, machen wir folgendes Gedankenexperiment. Wir legen mal hier Plus an und da Minus. Was passiert? Gleichspannung. Das brennt Ihnen durch, das Ding, ne? Also das geht nicht. Sie können keine Gleichspannung mehr anlegen an dem Teil. Das Teil kann keine Gleichspannung mehr übertragen. Es gibt also keine TEM-Welle. Die ist weggefallen. Also diesen blauen Strich, den ich da eben hatte, den gibt es nicht mehr. So, es gibt nur noch die TE und die TMs. Oh, und diese Bedingungen müssen einfach erfüllt werden. So, das kann ich noch ein bisschen wieder rumrechnen hier. Das tue ich auch sehr genüsslich. Kann also da jetzt die Differentialgleichung aufstellen. Und um ehrlich zu sein, ich würde das auch gerne tun, aber ich glaube, das hat nicht so richtig viel praktische Bewandtnis für Sie. Also Sie werden da nicht die Dinger durchrechnen. Man kann natürlich sagen, didaktisch wäre es aber klasse, das einmal getan zu haben in seinem Leben und so. Ich verzichte drauf. Okay, man kann diese, also wenn Sie das mögen, ich kann es empfehlen. Das macht Spaß, also mir Spaß. Aber vielleicht auch nicht. Es gibt jetzt hier, naja, was haben wir denn? Habe ich da jetzt noch ein Bild danach kommend? Nee. Der Punkt ist, wir haben jetzt ja zwei Seiten. Also wir haben natürlich einmal diese gewollte Parallelplattenleitung, die ich da jetzt eingezeichnet habe. Aber die ist jetzt nicht mehr gar so gewollt. Auch aus dieser Platte hier, da mit dem Ding hier und dem Ding, ergibt sich jetzt eine andere Parallelplattenleitung. Das heißt, es könnte jetzt passieren, dass es hier eine Feldausbreitung, eine Welle gibt, die sieht so aus. Also genau 90 Grad gedreht dazu. Die würde jetzt existieren. Die könnte ausbreitungsfähig werden. Die will man nicht unbedingt, aber sie ist da. Das ist der Preis. Ne? So, dafür habe ich eben jetzt keine unendlich große Platte mehr mit mir rumzuschleppen. Ist ja auch was wert. So, das findet man daraus, dass es jetzt eben zwei Polarisationen gibt und zwei Cutoff-Frequencies gibt. Die geben sich einmal aus der Ordnung in der A-Richtung und einmal in der B-Richtung mit unterschiedlichen Zahlen. Vorher hatten wir da nur eine. Naja, und wenn wir uns jetzt mal so einen Wellenleiter angucken für das 10 GHz-Band, für das X-Band, dann ist erstmal die blaue Linie weggefallen. Ich habe das grafisch nicht so ganz so toll gemacht, weil eine blaue Linie ist da. Also es haben sich die Farben einfach alle verschoben. Das müsste eigentlich die rote sein im anderen Bild. Ne? Und diese gerade Linie von unten nach oben durch ist weg. Die haben wir nicht mehr. Kein TEM mehr. Aber wir haben noch die anderen Wellen alle. Wir haben hier die Cutoff, die erste. Und dummerweise an dieser Stelle hier jetzt, an dieser Stelle hier, da ist die zweite Parallelplattenleitung so angeregt, dass auch sie ausbreitungsfähig werden kann. Also die 90 Grad gedrehte. Ne? So, da man, das habe ich ja eben schon gesagt, in nur eine Mode, eine Feldverteilung wirklich ausbreitungsfähig haben möchte, weil dann nämlich alles so mutmaßlich eine Geschwindigkeit hat und nicht ein Brei entsteht, wird man eben diesen Wellenleiter nur in der Single Mode Region betreiben, also nur in dem grauen Bereich. Man wird nicht darüber hinausgehen und darunter geht es sowieso nicht, weil der da drunter unter Cutoff ist, da wird er keine Welle führen. Da oben drüber kriegen Sie Wellensalat, also je weiter Sie in der Frequenz jetzt hochgehen, desto mehr unterschiedliche Feldverteilungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Phasengeschwindigkeiten, Gruppenlaufzeiten und so sind ausbreitungsfähig. Und dann gibt es eben einfach, ich habe es ja eben schon genannt, irgendwann haben Sie einfach Wellensalat am Ende. Ne? Das führt zu nur zu Dispersion, das wird man nicht tun, also da betreibt man das Ding.
Ja. Jetzt kommen noch ein paar Bilder. Das ist schön bunt. Kann man sich hier angucken, wie denn die unterschiedlichen Schnitte sind. Der XY-Schnitt, also der Querschnitt durch den Wellenleiter durch. Hier sehen Sie jetzt in dem YZ-Schnitt, da sehen Sie tatsächlich die Ausbreitungsrichtung Z drin an der Stelle. Ja, das ist die immer. So, hier haben wir die beiden Platten. Da, in dieser Richtung, da und da und da und da. Jo. Genau, das ist jetzt dieser Rechner ist angenehm schnell, meiner ist langsamer. Da möchte ich jetzt auch nicht, das wird jetzt bunt. Es macht auch Spaß, das Programm zu schreiben und anzugucken, wie bunt es wirklich wird. Aber da mache ich jetzt Schluss. Und dann noch was. Genau, wir gucken uns den noch an. Das sind die genormten. Genau, das gucken wir uns an und dann Schluss. Das sind die genormten Rechteckhohlleiter hier für unterschiedliche Bänder. Also es fängt an mit dem L-Band, das ist das um 1,5 GHz. L-Band ist das für GPS, das hatte ich eben schon gesagt. Nach DIN wird der R14 genannt, nach IEC WR 650, weil der nämlich gerade 650 Hundertstel Inch breit ist. Das sehen Sie an dieser Stelle hier, da. So, in Millimeter ist es eben, steht das eben auch noch hier. In Millimeter ist er 16,5 Zentimeter, nee, eben in Zentimeter ist er 16,5 Zentimeter, das ist in etwa so ein Trümmer. Ja, so müsste passen, ne? So, das Verhältnis A zu B, also der Parallelplattenleiter, das ist der, der durch die Daumen bestimmt wird, und die Zeigefinger, das war der, den ich nicht haben wollte eigentlich, nicht? Das Verhältnis ist 1 zu 2. Das ist eigentlich das Ideale, weil dann kommt nämlich dieser zweite, also der in dieser Richtung, der Parallelplattenleiter, erst bei der doppelten Frequenz, da wo sowieso der andere auch zustande kommt, hat der seine Cut-off-Frequency. Die meisten haben dieses Verhältnis 1 zu 2, aber nicht alle, wie Sie sehen, wenn Sie sich die rechteste Spalte angucken. Der, den ich eben gezeigt habe, hatte das eben nicht, aber ganz bewusst habe ich den genommen. So, also das wäre so ein Trümmer. Warum legt man sich so ein Abwasserrohr da durch die Gegend? Diese Rechteckhohlleiter haben den Vorteil gegenüber Koaxleitern, sie können mehr Leistung transportieren und sie sind verlustarmer. Das heißt also, wenn Sie viel Leistung, viel HF-Leistung brauchen, was Sie zum Beispiel im Beschleunigerring brauchen, CERN, Paul-Scherrer-Institut oder sowas, dann würden Sie sowas nehmen. Wenn Sie viel Leistung für Radar brauchen, dann würden Sie auch so einen Hohlleiter nehmen. Der ist dann vielleicht oben bis zum Turm und das kostet auch Geld und so, aber ein Koaxleiterkabel hinzulegen, das alle 2 Stunden aufbrennt, ist nicht so gut. Also ist auch keine Alternative, ne? So, also würde man so einen Rechteckhohlleiter eben auch von dieser Größe nehmen. Und Sie sehen, dass mit steigender Frequenz das Ganze hier fällt. Als vielleicht noch Gegenpart dazu der WR10, also hier für das W-Band. Das ist das, wo zum Beispiel bei 77 GHz auch Automotive Radar gespielt wird. Das ganze Ding hat jetzt noch eine Breite von 2,54 mm oder von einem Zehntel Inch. Ja, Zehntel Inch. Die Welle hat natürlich eine ganz andere Länge, bei 100 oder bei 77 GHz, das sind so 3 mm. Dementsprechend muss der Rechteckhohlleiter auch viel kleiner sein und den würde man jetzt auch nicht mehr wirklich fräsen. Also nehme ich mal an, dass man den nicht wirklich fräst, sondern den kann man auch ätzen und mit anderen Techniken herstellen. Ne? Also Sie sehen, dass hier die Breite natürlich extrem, was heißt extrem, die Breite steigt über, wir reden hier auch immer im Frequenzbereich von 1 zu 100, oder von 1 zu 100, da steigt die Breite mit der fallenden Frequenz an. So, hier sind nochmal so die Bänder da aufgeführt, das kann man sich merken oder nicht, ich kann es nicht. Das Einzige, was ich kann, ist zum Beispiel das X-Band, das L-Band taucht öfter auf, weil GPS und dann das W-Band hier unten in dem Bereich hier, weil man da das Automotive Radar und sowas hat. Alle anderen habe ich mir auch nicht unbedingt gemerkt. Gut, so, dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich wünsche